Für die Versorgung eines Notfallpatienten mit einem Atem-Kreislauf-Stillstand werden folgende Medizinprodukte eingesetzt: Sauerstoffeinheit, Beatmungsbeutel mit Zubehör, Larynx-Tubus-Set mit Zubehör, Defibrillator, Absaugeinheit. Weitere Medizinprodukte werden bei Bedarf eingesetzt. Sobald sich die Sanitäter einen ersten Überblick verschafft haben und die Situation als sicher eingestuft wird, gibt ein Sanitäter eine erste Lagemeldung ab und beginnt sofort mit der Kontrolle der Lebensfunktionen, während der zweite Sanitäter die Medizinprodukte vorbereitet. Hallo, Österreichisches Rotes Kreuz, können Sie mich hören? Der Sanitäter spricht den Patienten laut an. Gleichzeitig schüttelt er den Patienten sanft an den Schultern. Danach überstreckt der Sanitäter den Kopf und beurteilt die Atmung und sucht nach Lebenszeichen. Nach der Diagnose Atem-Kreislauf-Stillstand beginnt ein Sanitäter unverzüglich mit der Herzdruckmassage. Der zweite Sanitäter beginnt mit der Vorbereitung des Defibrillators und klebt die Defi-Elektroden während der Herzdruckmassage auf. Elektrodenkontakt und Patientenanschluss überprüfen. Danach erfolgt die Analyse durch den Defibrillator. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Während der Reanimation bzw. Analyse wird der Larynx-Tubus vorbereitet, um diesen nach der Schockabgabe und während der Herzdruckmassage zu platzieren. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Vor dem Auslösen des Schocks wird ein Sicherheitscheck durchgeführt. Schock empfohlen. Jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken. Nach der Schockabgabe beginnt der Sanitäter mit der Anwendung des Larynx-Tubus. Die Herzdruckmassage soll dabei möglichst nicht unterbrochen werden. Der Kaff wird mit der beiliegenden Spritze nach Farbkodierung aufgeblasen. Während des Kaffens darf der Larynx-Tubus vom Sanitäter nicht gehalten werden. Nach der Lagekontrolle und nachdem eine korrekte Beatmung möglich war, wird der Larynx-Tubus fixiert. Eine Probebeatmung. Okay. Luft drinnen. Die 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen werden ab der ersten korrekten Beatmung bis zur nächsten Analysephase durchgeführt. Eine Absaugbereitschaft ist vorzubereiten. Damit die Qualität der Herzdruckmassage aufrechterhalten werden kann, sollen sich die Sanitäter alle 2 Minuten abwechseln. Dies passiert am besten während der Analysephase des Defis. 10. Analyse-Taste drücken. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten.